Hey, gibt es jemanden von euch, der eventuell arm werden will? So, meine Freunde. Ja, ich habe Bitcoin gekauft. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich möchte arm werden. Frankboss-shop.de. Deshalb bin ich hier in der Schweiz und möchte heute euch mitnehmen auf einen Tag, wo wir gehen mal in Ruhe essen, frühstücken, dann gehen wir ein bisschen Mittagessen, Abendessen, hier noch Kleinigkeiten. Also ein normaler Tag draußen hier in der Schweiz. Wie teuer ist das? Ungefähr 50.000 Euro. Was glaubt denn ihr? Direkt am Anfang des Videos. Bitte nicht vorskippen, einfach mal kurz selber so nachdenken, so ja, so viel kann das sein. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder wenn ihr keinen Bock habt zu schreiben, weil ihr faule Schweine seid, dann denkt euch einfach. Denkt euch so, was könnte es werden nach einem Tag? Wir schauen mal, Leute. Wir fahren jetzt erstmal nach Zürich und gehen erstmal richtig schön in die Schweizer Küche. Kleiner Unterschied zu Deutschland. Hier kommt der Zug um 31, ne? Und der ist sogar um 27 schon da. In Deutschland steht erstmal eine Stunde Verspätung. Da fragen wir gleich mal nach. Zugeschaltet ist jetzt aus Buxtehude. Ach, was für ein Penner. Ich hab's ganz genau gewusst. Ich bin jetzt in Zürich am Hauptbahnhof und ich meine, wie startet ein Fetzer gut einen Tag? Richtig! Burger King! Crazy Cheese Barbecue, den habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Der Burger hat mich jetzt einfach 10 Schweizer Franken gekostet. Sah auf jeden Fall auf dem Bild besser aus als in echt. Dazu gab es allerdings Pommes, Leute. Oh, ich liebe die Burger King Pommes. Es gibt natürlich auch McDonalds-Fans, die sagen, oh, McDonalds-Pommes sind nach 2 Minuten labbrig. Aber die Burger King Pommes, knusprig und lecker. Wie schmeckst du? Boah! Lecker. Ja, wirklich. Ah. Geil, crazy, knuspriges Chicken. Habe ich immer eine Straße in Zürich. Hier links ist mein Hotel gewesen, als ich noch in Zürich war. Und ich mag die Straße hier. Guck mal, die sieht voll modern aus und schön aus. Beschreibt irgendwie Zürich. Ich schwöre, es ist Arschteuer. Also wirklich Arsch. Ich muss wirklich meinen Arsch verkaufen. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön. Aber die Straßen sehen wirklich irgendwie geglättet aus, geleckt aus. So. Gefällt mir schon. Die Preise gefallen mir nicht. Zeughauskeller. Ich glaube, sowas kennt man eher aus Österreich. Aber hier gibt es spezielle Schweizer Küche. Also so. Geld. Ah, wisst ihr was? Ich sag's euch gar nicht. Ich einfach mal gleich, was auf den Teller kommt. Allerdings, Digga, Leute, ich habe die Preise angeguckt. Im Video geht es darum zu gucken, wie teuer es ist. Ne? Aber ich habe die Preise angeguckt. Das wäre teuer, Digga. Wasser ist jetzt da. Ich habe mir echt ein Wasser hier bestellt. Jeder Schluck hier kostet mich einfach 2 Euro pro Schluck. Mein Rösti ist jetzt da und das meinte ich, Leute. Ihr habt hier so ein riesiges Rösti einfach. So unfassbar lecker sieht das aus. Hähnchengeschnitzel. Sonst war das eigentlich immer eine Soße, aber ich habe ohne Wein genommen, weil ich will nicht weinen. Diabo. Trotzdem, die Kombi ist geil. Aber arschteuer. Mal schauen am Ende, wie teuer es wird. Ach, knusprig. Ach komm. Oh, super knusprig. Oh, super zart. Super geil. Ich habe aufgegessen. Ich bin aufgeregt. Oh Gott, Leute, was wird es? Was wird es? Rechnung ist jetzt da. Wir sind bei 77,60 Euro. Was sagst du als Schweizer dazu, zu dieser Rechnung? Ist billig, Digga. Warum ist die Schweiz so teuer? Da ich nur Rösti gegessen habe und halt das Wasser, ne, habe ich halt jetzt nicht alles berechnet, weil das war ja noch ein Schnitzel, eine Cola, was halt ja nicht mir gehört. Wenn man Bescheid ist. Ich rechne nur das, was wirklich auch ich esse. Das will ich euch kurz erzählen, Leute. Da vorne ist ja Rolex, wie ihr sehen könnt. Als ich hier zum allerersten Mal in Zürich war, bin ich auch die Straße hier entlang gegangen. Und vor Rolex haben Leute angestanden. Digga, die stehen nicht an für eine Achterbahn. Die stehen dafür an, 10.000 Euro für eine Uhr zu zahlen. Digga, ich dachte mir, was? Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand bei Rolex. Also wirklich, reden von der Schlange. Keine Ahnung, vielleicht 10, 20 Leute. What the fuck, wer steht denn bei Rolex an? Die sollten das Geld nicht in eine Rolex investieren, sondern in mich. 500 Euro Donation. Ja, ich habe gar nicht vorgestellt, Leute. Das ist Adi. Moin, ich bin Adi. Falls ihr aus der Schweiz kommt oder auf mein TikTok geguckt habt, habt ihr bestimmt schon mal diese Fresse gesehen. Die ist sehr markant. Bestört der Segen, Döppel. Verstehe kein Wort. Du verstehst kein Wort. Kannst du Schweizerdeutsch reden? Häpp die Schnurre, du Göckel. So halt deinen Mund, du Gockel. So. Ja, das war eigentlich. Ja, das war recht einfach. Ja, okay, wild. Wenn ihr mal den Vergleich zwischen wollt, zwischen deutschen Wörtern und Schweizer Wörtern, guckt euch diesen Clip kurz an. Das sind deutsche Wörter, die Schweizer anders sagen. Fiekeli. Bundesland. Kanton. Ernster. Handy. Nattel. Das sagt doch keiner privat. Ja klar, das ist Nattel. Das ist doch, ihr lügt euch doch selber an. Hausmeister. Abwart. Komm, lass es. Es reicht, Alter. Abwart. So. Abwart, wartet der? Nee, der wartet. Nee, der ja, oh, wartet selber. Er hat selber. Hausschuh. Finken. Alter, was für. So, wir sind jetzt bei Leder. Ach, ja, ach, nicht schon wieder. Teuerster Schweizer Schokoladenlader, würde ich sagen. So. Nee, normaler Preis, finde ich. Ah, okay. Auf jeden Fall, die Schokolade soll extrem teuer sein. Und mein Vater hat in 3 Wochen Geburtstag. Also dachte ich mir, hey, mein Papa, kauf mir was. Und halt natürlich für mich. Also Schokopopcorn hier ist extrem krass. Einfach Popcorn für 100 Euro. Hallo, wie geht's, ja? Was ist denn da los mit der Innenentladung? Gönn mir jetzt hier so richtig schön Schweizer Schokolade. Wirklich die leckerste Schokolade, die ich je in meinem Mund hatte. Hast du schon mal hier gegessen? Ich habe schon Sachen geschenkt bekommen, aber... Oh, das hast du noch nie... Oh, und du denkst, du bist echter Schweizer. Echter Schweizer wärst mal hier gewesen. Jetzt werde ich exposed. Wir nehmen nochmal dieses Popcorn hier für 4 Euro. So, wir sind jetzt an einem wunderschönen Bach gelandet. Leider mit diesen Menschen. Ich habe für meinen Vater die Schokolade gekauft, allerdings der Diabetiker ist mir gerade aufgefallen. Daniel war mal wieder richtig großzügig, Digga, vielen Dank. Ey, wie süß ist das Popcorn denn bitte? Deutschland? 4 Franken. 3 Euro, in Deutschland wäre das ein Döner. Das ist ein Döner. Das hier? Einfach ein ist Döner oder das Popcorn? Das muss ich so machen wie du so. Oh. Dieser Mann mag keine weiße Schokolade. Digga, weiße Schokolade. Hässlichste. Das ist ein Mensch!
Wow, der Sound war geil, Digga. Und kaum zu glauben, Leute, es gibt was umsonst in dieser Schweiz, und zwar Brunnen. Das erste Mal ist umsonst. Ich weiß nicht, bei euch ist, aber in Hamburg gibt es auch Brunnen, aber sind voll gepisst, da kannst du draus trinken. Aber hier, das Besondere der Schweiz ist, hier kann man draus trinken. Und das schmeckt sogar besser als teilweise das Wasser im Supermarkt. Das ist wirklich sehr frisch. Ein Döner hier in der Schweiz, realistisch, wie heißt Döner hier? 10 Franken, ne? Also 10 bis 12 Franken. 10 bis 12 Franken, das sind einfach 10 Euro. Ja, das sind einfach 10 bis 12 Franken. So, what the fuck? 10 Euro, Junge! Leute, ihr kauft selbst die Ente ein. Das ist ja unfassbar, ihr kauft einfach eine Ente auf dem Döner ein. Oh, da Tomaten drin, der Hund. Tomaten? Natürlich! Das ist das Geilste. Vom Geilste, weißt du, ich meine so, okay. Das Beste. Ein Döner und Tomaten ist nichts wert. Zwiebeln müssen, Digga. Ja, Zwiebeln müssen, aber Tomaten müssen echt nicht sein. Also, das sieht sehr, sehr mickrig aus und nicht sehr, sehr schön. Ich bin enttäuscht. Für ein reiches Land ist das wirklich nicht ja, stark. Ist echt ein kleiner Döner. Oh, ist ja geil. Der schmeckt, wie er aussieht. Halt nicht so special, nichts Besonderes. Also, dafür mit 10 Franken ist halt echt bearschlich. Ja, das ist richtig teuer. Ich bin natürlich der richtige Döner-Tester. Ah, okay. Evanio Sound. Groß ist aber geil. Aber sonst? Ja, wir haben richtig wenig reingetan. Nicht kaufen. Bachmann! Will ich baden, dann springe ich in den Bachmann. Ui! Wir sind jetzt bei Bachmann. Das soll ein sehr, sehr teuer. Also, das ist teuer, ist alles teuer. Aber es soll ein Bäcker sein. Das ist Bäcker, da gibt's Brot. Die nächste Kostenausgabe, 4 Euro hat er jetzt gekostet, ne, der hier. Aber der sieht aber geil aus. Der sieht wirklich wunderschön aus. Das ist hart. Das ist geil. Digga, muss ich probieren. Boah, weißt du, meinst so richtig butterig, ja. Aber auch so süß. So. Ja, so diese Zitrone. Mhm. Ach, der ist süß. Ich muss das mal. Ey, willst du nicht den zu süß schon? Nee. Der ist so süß, Alter. Da ich jetzt hier einen Schweizer an der Seite habe, kann ich auch mal was fragen, Leute. Seit ich in Zürich bin, habe ich wirklich extrem wenig Obdachlose gesehen. Kann es sein, dass Armsein verboten ist hier in der Schweiz? Das ist gesetzlich verboten, ja. Also nein, das ist mal wirklich ernsthaft. Du hast mir wirklich erzählt, man darf nicht obdachlos sein. What the fuck, so? Nee, ich glaube, es gibt bestimmte Orte, wo man nicht als Obdachloser nicht sitzen darf draußen. Ich habe wirklich nirgendwo eingesehen, das kann doch nicht sein. Ja, es gibt wahrscheinlich schon Orte, aber jetzt in der Innenstadt gibt es schon oft Orte, wo man nicht sitzen darf als Obdachloser. Deshalb sieht man die nicht. Das, also in Deutschland sieht man überall, jede Ecke. Ich meine, ich sehe hier einen. Jetzt geht's zum Mikro. Der bekannte Supermarkt hier. Sehr teuer. Ja. Und sehr schön. Ja. Wie so Einzelprodukte anders kosten. Zum Beispiel ein Ben & Jerry bin ich ja übelst Fan von. Das ist richtig teuer, Digga. Ich hatte noch nie einen Ben & Jerry. Weißt du was? Wir ändern das jetzt. Die Zweifelchips sollen sehr bekannt in der Schweiz sein. Die gibt's auch nur in der Schweiz. M&M's 380, ist das viel für euch? Nee, Mann, das ist voll wenig. Das zahle ich jeden Tag. Wirklich? Natürlich nicht. Das ist übertrieben teuer, Digga. Es heißt ja Eis, ne? Wie normale Menschen. Was sagt man in der Schweiz? Klasse. Also Klatze. Klasse. Klasse? Klasse. Klasse einfach. Glatze. Glatze. Ein Ben & Jerry kostet einfach 10 fucking Schweizer Francs. Oha. Das ist richtig gefüllt. Natürlich. Isst man das in einem Stück? Wenn man fett ist. Pause. Hast du ein Brownie-Stück? Ja, hier ist ein Brownie-Stück. Oh, sehr wichtig. Ich fühle mich schon fetter, Digga. Es ist richtig gut, Digga. Es ist richtig intensiv an der Schokolade, aber wir Schweizer sind nichts anderes gewöhnt von dem. Oh, wie arrogant, Alter. Hochnäsige Zicker. Ach, wisst ihr was? Ich bestelle mir noch einfach was. In der Schweiz bestellen ist übermäßig teuer. Sogar auf Madeiras bestellen teuer. In der Schweiz halt nochmal extra teuer. Wir nehmen also Pasta Rosso, Pasta Basilico. Digga, guck mal das hier an, Leute. Die kannst hier einfach selber die Soße bestimmen und drüber machen. Das habe ich bei Vapiano noch nie in Hamburg gesehen. Das ist wirklich wild. Aber hier ist eine Tomatensauce. Es sieht zwar echt geil aus, ne? Aber das habe ich immer Vapiano schon gesagt. Guck mal, wie wenig Nudeln ich habe. Das sind gefühlt 5 Nudeln. Weißt du, wie viel ich gezahlt habe? 50 Schweizer Franken. Och, Junge. Plus 2 Getränke, muss man dazu sagen. Schmeckt mal richtig geil, ne? Was ist das, Digga? Das sind 5 Nudeln, Digga. Alter. Kommt schon. Kann doch ein bisschen mehr gönnen. Oh, hier ist mit schönem Käse drauf. Ja, doppelte Portion, Leute. Ich bin doppelt fett. Aber 50 Schweizer Franken nochmal. Oh. Das Geld ist nicht das Essen wert, sag ich mal so. Und zahlt teilweise 80 Euro so. 80 Schweizer Franken. Das ist, Digga, für so ein kleines Pumpschnitzel und ein bisschen Röstis oder was. What the fuck? Ich weiß, die Leute in der Schweiz verdienen mehr Geld als Europäer oder als Deutscher. Das ist halt über viel. Ja, die Endsumme könnt ihr hier sehen. Arm. Und ich scheiß auf alles. 162 Euro. Mit der Summe habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, wie viel Geld das war. Was? Ja, man hätte wahrscheinlich auch ein bisschen billiger kaufen können, wenn man ganz ehrlich. Ich habe es drauf angelegt, ein bisschen teurer was zu kaufen. Aber trotzdem, ich glaube auch so ein normaler, wo du probierst, ein bisschen zu sparen, der Schweiztag, kostet dich auch so ungefähr 100 Schweizer Franken. Digga, das ist echt, Mann, das ist halt wirklich einfach teuer. Die Schweiz verdient zwar mehr, aber ich glaube auch, selbst für den Schweiz ist das nicht gerade wenig Geld. Trotzdem hat das Video super viel Spaß gemacht und vielleicht kann man das Format noch weiter ausbauen. Zum Beispiel hier in Madeira oder Hamburg oder wie immer. Mal gucken, ich lasse mir das einfallen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß am Video. Lasst einen super gerne Like auf dem Video da, ein Abo auf dem Kanal, weil es euch getan hat. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.